Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Also ich bekomme ziemlich häufig E-Mails von Leuten und viele von diesen E-Mails beinhalten Fotos von Spinnen, die die Leute in ihren Behausungen gefunden haben, und da wollen die natürlich dann jetzt wissen, ja, was ist das für eine Spinne, ist die gefährlich, ist die irgendwie giftig für mich und so weiter und so fort. Und da ist es halt so, es gibt Spinnen, die kommen häufig in der Nähe des Menschen vor und deswegen werden diese Spinnen auch häufiger gesehen, ja? Und ich bekomme dann immer dieselben Fotos. Deswegen habe ich jetzt mal mich so entschlossen, ein Video zu machen, und zwar mit den 6 häufigsten Spinnen, die mit den Menschen in Kontakt kommen. Also Nummer 1, die Zitterspinne. Die Zitterspinne ist eine Spinne, die jeder kennt. Sie wird wegen der Form ihrer Beine häufig mit den Weberknechten verwechselt. Der Weberknecht gehört zwar auch zu den Spinnentieren, aber nicht zu den Spinnen. Ja? Weberknechte sind eine andere Gruppe von Spinnentieren. Die Zitterspinne errichtet ihre Netze in der Regel zum Beispiel in Garagen oder auch im Gartenhaus oder an den Vorsprüngen vom Dach darunter, und ab und zu kommen diese Spinnen auch in die Wohnung herein. Dann bauen sie meistens ihre Netze so oben in den Ecken drinnen und lauern dort auf Beute, wie zum Beispiel Fliegen, Mücken, Fruchtfliegen und so weiter. Gelegentlich erbeuten sie sogar auch andere Spinnen. Die Zitterspinne ist für den Menschen absolut harmlos. Mit ihren Giftklauen kann sie die menschliche Haut nicht durchdringen. Nummer 2, Zooropsis spinimana, besser bekannt als die Kräuseljagdspinne. Auch diese Spinne findet man immer wieder in menschlichen Behausungen. Insbesondere hier in Südtirol bekomme ich immer wieder Nachrichten von Leuten, immer mit derselben Spinne. Was ist das für eine Spinne und ist die giftig? Nun, Zooropsis spinimana kann in der Tat schmerzhaft zubeißen, und auch Zooropsis ist wie die meisten anderen Spinnen giftig, aber für den Menschen nicht gefährlich. Das Gift verursacht Symptome wie zum Beispiel leichte lokale Rötungen und Schwellungen. Nur so zum Vergleich, ein Bienenstich, der ist jetzt wesentlich unangenehmer als der Biss von Zooropsis spinimana und auch gefährlicher. Nummer 3, Winkelspinnen. Auch diese Spinnen sorgen immer wieder für das Aufkommen von Angst und Schrecken. Sie werden allerdings zu Unrecht gefürchtet, denn auch sie sind für uns nicht gefährlich. Also ich wurde mal als Kind von so einer Hauswinkelspinne gebissen, und was da passiert ist, es ist so, also ich habe dann so eine leichte lokale Rötung bekommen, ich bin ein bisschen geschwollen, die Bissstelle ist so ein bisschen aufgeschwollen, aber recht viel mehr ist da auch nicht passiert. Diese Symptome vergehen bereits innerhalb von wenigen Stunden. Charakteristisch für die Winkelspinne ist dieses deckenförmige Netz, das die Spinne baut, und dahinter ist so ein Trichter, und in diesem Trichter drinnen sitzt die Spinne und wartet auf Beute. Manchmal verlässt die Spinne aber auch ihr Netz und begibt sich auf Wanderschaft. Insbesondere die männlichen Spinnen machen das auf der Suche nach Weibchen. Und da kommt es dann am häufigsten vor, dass so eine Hauswinkelspinne oder irgendeine andere Winkelspinne jetzt in die Wohnung hereinkommt, und dann hat man halt mal irgendwann mal im Schlafzimmer so, bam, so eine fette Spinne drin. Schockschwere Not. Nein, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ja? Nummer 4, die Speispinne. Die Speispinne ist eine eher unscheinbare Spinne. Sie wird nicht besonders groß. Die Beinspannweite der Speispinne beträgt gerade mal 1 cm. Auch die Giftklauen der Speispinne sind eigentlich zu klein, um die menschliche Haut zu durchdringen. Deswegen kann diese Spinne erst auch keine nennenswerten Symptome durch ihren Biss bei Menschen verursachen. Auf Platz 5 ist die Kreuzspinne. Kreuzspinnen betreten eher selten unsere Wohnungen oder unsere Häuser. Meistens findet man Kreuzspinnen im Garten oder im Vorgarten oder auch im landwirtschaftlichen Grün. Leicht zu erkennen ist die Kreuzspinne an dem Kreuz, das sie auf dem
Abdomen hat. Ja? Deswegen heißt sie auch Kreuzspinne. Und die Kreuzspinne ist jetzt eine der wenigen Spinnen Europas, die tatsächlich ein bisschen lästigere Symptome durch ihren Biss verursachen können. Wir sprechen hier nicht von lebensbedrohlichen Zuständen, sondern wir sprechen von etwas heftigeren Rötungen und etwas heftigeren Schwellungen. Ja? Also die können halt ein bisschen schmerzhafter sein. Bei Kindern und schwachen Erwachsenen kann der Biss der Kreuzspinne zu milden systemischen Reaktionen führen. Was bedeutet das? Systemische Reaktionen sind Reaktionen, die den ganzen Körper betreffen. Zum Beispiel Übelkeit, Erbrechen, Fieber, Kopfschmerzen, Müdigkeit und so weiter. Diese Symptome treten nach dem Biss einer Kreuzspinne, wenn überhaupt, aber nur sehr schwach auf. Und die Nummer 6, die letzte Spinne dieser Liste, ist die Wespenspinne. Die Wespenspinne zu erkennen, das ist kinderleicht. Ja, die, wenn man einmal weiß, wie diese Spinne heißt und wenn man sie einmal gesehen hat, dann wird man sie wiedererkennen. Und wie die Kreuzspinne kann auch die Wespenspinne mit ihren Giftklauen die menschliche Haut durchdringen und dann auch mit ihrem Biss ähnliche Symptome bewirken wie auch die Kreuzspinne. Das waren die 6 wichtigsten Spinnenarten, die in der Nähe des Menschen vorkommen und die auch am häufigsten gesehen werden. Wenn ihr glaubt, dass dieses Video interessant ist, zeigt es euren Freunden, damit auch die ein bisschen aufgeklärt werden, was die europäische Spinnenfauna angeht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt und euch meine Themen interessieren, abonniert jetzt. Dann werdet ihr zukünftig keine Videos mehr verpassen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.